Jungspund, und wir wollen mal hören, was Eva so im Moment für Gefühle im Bauch hat, wenn sie an die Kombination denkt. Also die Vorbereitung auf die Kombination, das ist schon mal schwierig, weil davor ist die dreifache Kombination mit einem Steilsprung danach. Den kann man mit 4 oder 5 Galoppsprüngen reiten. Mein Pferd hat einen riesengroßen Galopp. Deswegen bin ich noch nicht sicher, wie ich die Linie reite. Und dann die Kombination, die Sie gerade angesprochen haben, Oxer Steil, die steht eng. Und dann die 3 Galoppsprünge danach, die sind auch eher für mein Pferd eng. Deswegen werde ich mit nicht zu viel Schwung da reinreiten, dass mein Pferd noch genug Platz hat, da dann auch sicher rausspringen zu können. Soweit also Eva Bitterhaus, Bad Essen-Währendorf. Mit Status, ein Sohn des Hengstes Satisfaction. Mit dem Vater dieses Pferdes hat sie hier vor 2 Jahren den großen Preis gewonnen. Und wie wir also gut heraushören konnten, ist das ein Pferd mit großer Übersetzung, quasi eine Galoppiermaschine. So, und jetzt 4 oder 5? Nein, sie muss 5 machen. 4 Galoppsprünge würden so unendlich weit auf dem Weg zum Steilsprung. Ja. Und da wurde es halt wirklich auch wieder zu eng. Wie es Eva bitter befürchtete, die mit diesem jungen Pferd, das ja erst am Anfang seiner internationalen Laufbahn steht, tolle Ergebnisse schon hatte, in Paderborn in der Riders Tour Etappe platziert war, 4. in Hachenburg im Großen Preis, neulich noch 3. im nationalen Großen Preis von Runde bei Osnabrück. Heute ein leichter Fehler, eben weil das Pferd so eine große Galoppade hat und einfach auch noch in seiner Routine und auch des Mitdenkens noch nicht selbst so ein bisschen mehr dann auch zurückkommt und so ein bisschen der Reiterin entgegenspringt, um den Fehler zu verhindern.